Ja. Willkommen zurück zu Everybody's Gone to the Rapture. Prost zusammen. Ja, wer ist dieser DJ? So. Sollte eigentlich nicht kommen, die Platte, aber egal. Ja, gehen wir mal weiter. So, wir haben's. 12:30 für die auf YouTube, die Folgen sehen. Und sind immer noch fleißig. Alter, was? Ist es die Sternwarte da hinten? Ich glaube ja, ne? Boah, cool. Kann man damit fahren? Ich will damit fahren. Ich will damit fahren. Ich will damit fahren. Ich will damit fahren. Boah, ist das geil. Ist übrigens mein Dreirad von früher. Habe ich besessen. Können wir schwimmen? Nein, können wir nicht. Schade. So. Lizzie geht in die andere Richtung. Ich gehe einfach mal hier weiter lang. Um mal zu schauen. Oh, diese Geräusche, ne? Und der Himmel, ja, bewölkt, regnerisch. Ah, cool, hier sind da noch mehr von diesen drei Rädern. Die schwimmen richtig, geil. Boah, wie cool das aussieht, alter Schwede. So. Hier kommen wir auch lang. Gehen wir mal hier lang. Juckt schon wieder. Da ist eine Tür, da ist eine Tür offen. Und ein Radio. Gott, Steven, was geschieht mit mir? Was mag das heißen? Was hat sie entdeckt? Mann, warum juckt mich das jetzt überall immer? Aua! Immer im Live-LP oder im Let's Play generell. So. Was geschieht denn mit Kate? Fassen wir mal zusammen, was wissen wir? Wir wissen Grippeepidemie. Nasenbluten, Kopfschmerzen, Menschen verschwinden. Die Sternwarte hat irgendwas entdeckt, wo sie meinen, es ist. In ihrem Büro ist sie auch nicht. Sie wohnen in der Nähe, oder? Ja, im Dorf. Glaubst du, sie ist Mr. Graves suchen? Lizzie weiß, Robert taucht wieder auf, wenn er nüchtern ist. Er kommt klar. Soll ich sie suchen gehen? Nein, schon gut. Komm, ich habe den Kindern versprochen, die letzte Nummer nochmal zu proben. Und dann gibt's Tee für alle. Du bist ihr sehr ähnlich, weißt du? Wie Lizzie. Ich? Nein, sicher nicht. Ich bin bei der ersten Gelegenheit hier weg. Okay. Und, ja, Menschen sind verschwunden. Und sie meinten halt, wie gesagt, dass hier irgendwas ist, was übers Dorf gekommen ist. Vögel fallen vom Himmel. Was könnte das sein? Alles sehr mysteriös hier. Ich höre schon wieder ein Radio. Das müsste hier runter sein. Ja, da steht's. Fünf Türme arbeiten jetzt zusammen und ich habe den Empfang im roten Bereich, aber es reicht nicht.
Ich werde versuchen, das Signal durch Turm 6 umzuleiten, um einen einzelnen Empfangspunkt zu schaffen. Durch die Neuausrichtung des optischen Systems sollte theoretisch ein Maximum des Signals am Ausgangspunkt entstehen. Wenn ich mir diesen Ausgangspunkt als siebten Turm vorstelle, ergibt das irgendwie Sinn. Irgendwie. Ich fürchte, das geht weit über alles hinaus, was ich über Physik weiß. Aber egal, einen Versuch ist es wert. Hashtag die Kuppel. Ist es eine Kuppel? Der Chat ist so still. Ja, vielleicht sind viele schon eingeschlafen, vielleicht aber auch viele sehr konzentriert. Wie es weitergeht, wie es, ja, was wir noch so erfahren werden. Ach, von da sind wir ja gekommen, ne? Genau, aber da hinten ging es, glaube ich, auch noch weiter. Dies ist eine Meldung des Haverton-Bezirksratkomitees für Katastrophenschutz. Straßen- und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinder, Führer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie. Die Grippeepidemie, ja. Wenn es mal wirklich eine Grippeepidemie ist. Vor allen Dingen, was kann denn verursachen, dass zum Beispiel Vögel vom Himmel fallen? Das, daraus werde ich noch nicht so ganz schlau. Ich gehe erstmal hier lang. Slow, ja, schneller kann ich ja eh nicht gehen. So. Da haben wir ein Zeltlager. Ah, ja. Hallo. Miep. Es gewittert. Ich bin mal gespannt, ob wir auch rausfinden, wer wir sind. So, hier waren wir, glaube ich... Guck mal, der Grill funktioniert sogar noch. Okay. Oh, geil. Kiste Bier. Licht braucht Energie, das stimmt. Sie sollten nicht rauchen, nicht in Ihrem Zustand. Ist Stevens schuld. Seinetwegen habe ich wieder angefangen. Ich werde Sie nicht aufhalten, aber das Wetter sieht nicht gut aus. Ein Sturm zieht auf. Das hat Steven auch gesagt. Er wollte zu mir kommen, aber er muss erst ein paar Dinge erledigen. Er glaubt offenbar, dass alles hätte etwas mit ihm zu tun. Ich weiß es nicht. Ich gehe jedenfalls, ob er nun kommt oder nicht. Ich schätze, Steven weiß, wie man die Quarantäne umgeht. Er ist schlau. Das müssen Sie zugeben. Aber vertrauen Sie ihm? Tja, ich liebe ihn. Also hoffe ich, das ist genug. Das hoffe ich auch. Hören Sie, falls Sie nicht durchkommen, aus welchem Grund auch immer, ich versammle alle im Gemeindesaal, treibe die Herde zusammen, so in der Art. Ja, ich habe alle Feriengäste versammelt. Sie führen ein Stück auf, Peter Pan. Die Kinder lieben es. Es lenkt sie ab. Haben Sie das gesehen? Was war das? Sie führen ein Stück auf, Peter Pan. Ja, Lebewesen geben Energie. Genau, wir strahlen ja auch Energie aus. Das wissen wir ja. Sobald man zwei Körper aneinander reibt oder zwei Körper aneinander reibt, Alter, womit fange ich denn jetzt an? ja, entsteht ja Energie und ja. Würde auch erklären, warum die Autos kaputt sind und nicht funktionieren. Genau, ich sag mal, das erinnert mich auch mit dem Licht hier so ein bisschen, also mit diesen, dass die Person so ein bisschen durch das Licht so ein bisschen erzählt wird, alles, die ganze Geschichte, erinnert mich an einen Film. Das war auch so ein Horrorfilm, glaube ich, war das gewesen, oder so ein, ja, war das ein Horrorfilm oder war das ein Actionfilm? Wo die
so Lichtpunkte auch immer durch die Gegend geschwirrt sind und die wurden von dem Licht angegriffen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie dieser Film heißt. Wo die so von diesem Licht verfolgt worden sind. Ich komme nicht mehr drauf. Das erinnere ich jetzt unheimlich daran. Und sehr stark auch. Den kennst du auch, Franzi, siehst du? Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der heißt. Wo die so von diesen Lichtern verfolgt werden und... Ja, dann machen die, glaube ich, stellen die so Fallen mit Glühbirnen und sowas alles. Last Light oder so, genau, irgendwie sowas. Ja, Last Light oder sowas. Stimmt. Das erinnert mich unheimlich daran. Ich bin gespannt, ob wir auch rausfinden, wer wir sind. Sind wir Steven? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sogar die letzte Person, die wir kennenlernen, nach Kate, weil Kate werden wir wahrscheinlich auch noch kennenlernen, wahrscheinlich Steven werden wir kennenlernen. Aber vielleicht sind wir ja Steven. Die Vermutung stelle ich jetzt einfach mal auf. Und... Erst in Autos die Energie geben und dann Lebewesen. Und dann Explosionen. Ach, guck mal. Indoor-Fußball. Kann es sein, ich stelle mal jetzt diese, wie gesagt, ist nur eine Vermutung, ich stelle mal die Vermutung auf, wenn wir Steven sind, kann es sein, dass wir hier aufgewacht sind an der Sternwarte und unser Gedächtnis vergessen haben, nachdem was passiert ist und wir nicht mehr genau wissen, was vorgefallen ist und wir das jetzt herausfinden? Ist nur eine Vermutung. An den habe ich schon vorhin gedacht, den Film, ich auch. Ich wollte es nur nicht laut preisgeben. Vielleicht haben sich die Entwickler ja so ein bisschen daran angesiedelt, an den Film, angelehnt. Ich glaube, da ist wieder der Pool, ne, oder so. Dann gehen wir mal da hinten lang. Rocket League. So. Ja, Prost zusammen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Mit mir den Flex. Und ja, der Sturm wird immer schlimmer. Also das Spiel ist cool. Also das und Rocket League. Ja, Rocket League ist richtig geil. Das macht mega Fun. Ah, okay, hier waren wir schon mal. Das heißt, wir könnten ja mal hinten weitergehen dann. Da hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Hallöchen, Herr Bananenbrot. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich frage mich immer noch bis jetzt, warum Sie mir eine Einladung geschickt haben. Aber wie gesagt, das habe ich ja vorhin im Stream schon erwähnt, warum, weshalb manche Leute Einladungen schicken, obwohl sie ganz genau wissen, was ich mache. Ne? So. Was und so manche andere Spiele. So. Okay, war eine Schubkarre. Nichts Interessantes. Deggy, moin, ich grüße dich, Deggy. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Um diese besonnene Zeit. Ja, 20 vor 1. Wir sind immer noch dabei seit 20 Uhr. Weiß ich nicht. Ich hab's nicht realisiert. Ich bitte um Verständnis und Vergebung, mein Herr und Meister. Ist schon vergessen. Nur manche Leute, wie ich schon sagte, denken nicht über ihr Handeln nach. Mache ich manchmal auch nicht. Aber, naja. So, schauen wir mal. Ja, ist doch gut. Mein Gott, ist doch jetzt okay. So. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob wir, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass als nächstes vielleicht
die Kate drankommt, dass wir die Kate vielleicht kennenlernen werden. Dein, was ist los? Sie sehen schrecklich aus. Mrs. Graves. Schon, was ist mit denen? Geht's ihnen gut? Ist okay. Dein, komm schon. Nun gut, ich hole Ihnen eine Tasse Tee. Mrs. Graves, ich muss Ihnen etwas sagen. Lass es, Dai. Haben Sie versucht, das Tal zu verlassen? Die Straßen sind ich nicht. Ich weiß. Ich bin sehr schnell gefahren. Aber der andere Wagen war auf der falschen Straßenseite und... Oh Gott, ich glaube er... Dai, verdammt, lass gut sein. Alles gut. Hey, Ihnen geht's gut. Sean geht es gut, dem kleinen Dylan geht's gut. Nur das ist wichtig. Allen geht es aber gut. Aber er... Nein. Ich brauche Ihre Hilfe. Einige der Kinder sind sehr verängstigt. Darum wollen Rachel und ich das Stück vorantreiben, damit sie beschäftigt sind. Sie sagten neulich, sie spielen Klavier. Würden Sie uns helfen? Ja, ja, das kann ich. Aber Mr. Graves, Robert... Kommt prima allein zurecht. Er ist schon erwachsen. Keine Sorge. Gehen Sie zum Veranstaltungsraum zu Rachel. Sie sagt Ihnen, was geprobt werden soll. Okay, danke, Mrs. Graves. Vielen und Dank. Suchen Sie bitte Reese. Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, klar. Na los. Oh, Robert. Oh, Robert? Okay. Sehr, sehr mysteriös alles und sehr verwirrend. So, da geht's nicht weiter. Dann geht's jetzt erstmal wieder zurück. Ich mag blaue Haare. Ich dachte, du stehst auf rote Haare, lieber Banane. Jetzt fängst du an mit blauen Haaren. Du Charmeur. Und nächste Woche stehst du dann auf blonde. So. Ja. Dann gehen wir erstmal zurück wieder zum Anfangspunkt. Weil hier kommen wir ja nicht weiter anscheinend. Ich wollte gerade nach den Namen des Films gucken, habe ich aber nicht gefunden. Google einfach mal nach warte mal, gib einfach mal bei Google vielleicht ein Horrorfilm Leerzeichen Licht vielleicht oder irgendwie sowas oder irgendwie sowas. Ja, ist schon gut, ich mag euch alle. Boah, ich komme aber auch nicht auf den Namen mit diesem, von dem Film. Stimmt, hier oben haben wir ja auch noch nicht alles abgesucht. Prost. So. Ich glaube, hier waren wir auch noch. Waren wir schon in der Main Hall? Ich glaube nicht, ne? Da sind wir runtergegangen, haben schon geguckt. Von da kamen wir. Gehen wir mal hier. Kommen wir hier rein? Tatsache. Oh, Kitchen. In die Küche. Ich schau nochmal. Bin gleich wieder da. Jo, bis gleich. Peter Pan. Ah, ich glaube, hier wird das Stück aufgeführt. Kann das sein? Missing John Coles. Okay, wird vermisst. Letzte Mal gesehen, Samstagnacht, den 2. Juni 1984. Der 2. Juni 1984, das ist doch das Datum, was wir erfahren haben von Kate. Das heißt, am 2. Juni 1984 sind mehrere Personen wahrscheinlich verschwunden. John is only resident and it's often seen around the camp. If you have any information, please contact missing person line on. Okay, sobald man irgendwie John Coles gesehen hat, soll man sich melden unter der Telefonnummer. Krass. Ich höre schon wieder ein Telefon klingeln. Okay, in die Küche kommen wir nicht rein, schade. Aha.
So, da haben wir schon wieder Great Quists Questions. Oder Great Quist. Das ist ein Bild von dem Ort hier. Eine Kinderzeichnung mit der Windmühle. Die Sternwarte ist sogar zweimal vorhanden. Ne, dreimal. Eins, zwei, drei, viermal. Viermal ist sie sogar vorhanden. Einmal hier. Dann da. Da oben die große. Und da unten hinten nochmal in den Bäumen ist auch nochmal eine Sternwarte. Okay. Bisschen creepy das Bild. Bananen ist ein bisschen unwohl. Worum geht's? Magst du im Stream drüber reden oder gleich privat? Oder später privat? Dies ist eine Meldung des Haverton-Bezirksrat-Komitees für Katastrophenschutz. Straßen und Bahnverbindungen werden gesperrt, um den Grippeausbruch einzudämmen. Ich bin ein Bleiben Sie ruhig und in Ihren Häusern. Ja, ja. Ihre Gemeindeleiter, Schuldirektoren, Pfadfinder, Führer und Geistliche werden in dieser Zeit Ihre Ansprechpartner sein. Wie lange streamt denn der? Wenden Sie sich bei Krankheitssymptomen bitte an Sie. Wie lange streamt der Flexi-Bexi noch? Ja, da kannst du dich schon mal anschnallen und dranbleiben. Das wird noch ein bisschen gehen, sag ich dir jetzt schon. Okay, wir kommen da nicht hinten dran. Hier leitermäßig vielleicht irgendwie. Wie kommen wir denn da zum Telefon? Da muss ich mal schauen. Weil da zu dem Telefon... Oh, hier vielleicht durch die Küche? Klar, Stream kann man machen. Bin noch nicht bereit zu pennen. Wie Stream kann man machen? Hä? Ich stehe am Schlauch. Okay, versuchen wir mal, hier irgendwie rumzukommen. Uah. Juckt schon wieder die Nase, Alter. Das ist unfassbar. Vielleicht kommen wir hier irgendwie ans Telefon. Das hört sich immer an wie so außerirdischen Geräusche. Ach, hier ist das Telefon. Und da waren wir, glaube ich, auch schon das... Ja, das ist das mit dem Grill gewesen. Ich habe ja gesagt, es wird heute ein bisschen länger gehen. Wollten ja eigentlich noch Limbo spielen, ich weiß noch nicht... Hi, hier sind Kay Collins und Steven Appleton. Sprechen Sie jetzt. Piep. Steven, ich bin's. Ich fahre jetzt los. Ich habe gewartet, solange es ging. Falls du schon dort bist, ich fahre jetzt zum Bahnhof, aber ich werde von hier verschwinden, auch wenn du nicht dort bist. Aber ich liebe dich. Bitte sei da. Ich liebe dich. Ja, Lizzie hat auf uns gewartet. An einem Punkt, wo wir uns wahrscheinlich verabredet haben, um von hier zu verschwinden. Und wir waren nicht da. Das lässt die Vermutung doch offen, dass ich vielleicht mit meiner Theorie doch recht habe, dass wir vielleicht Steven sind. Müssen mal schauen. Wir werden es natürlich rausfinden. Aber ich würde sagen, für dich auf YouTube in einer weiteren Folge.